ein fucking Ford Muffin. Kack after. Jetzt zeige ich euch zweites Highlight von diesem Auto. Ja! Endlich! Mein Gott, habe ich das vermisst! Mein Gott, habe ich das vermisst! Bevor wir zum Highlight kommen, erstmal kurz Sitz raus, reißen! Oh, scheiße, wir müssen langsam machen. Wir müssen wirklich langsam machen. Ich will mindestens diesmal 20 Parts raushauen. Das wird niemals klappen. Oh, wie weich! Das hier ist das zweite Highlight. Passt mal jetzt auf. So, hier, Desinfektionsmittel mit Alkohol, Cleaning Gel, geil. Bisschen hier Cleaning Gel drauf machen. Scheiße, die Dose, mein Auge, boah, Dreck. Nein, mein neues Handy. Ich habe ein neues Handy bekommen, ich habe ein neues Handy geschenkt bekommen, nicht kaputt gehen. Fuck, Alter, das ist nicht wassergeschützt. Boah, stinkt dieses Gel. Ich muss wieder runterkommen. Ich kann nicht! Ich muss hier raus. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich ganz kurz mal meditativ beruhigen. Breathing is almost the most important thing, no? Breathe out, please. Okay, mir geht's wieder gut. Ich fühle mich wie ein kleiner Rallye-Fahrer, Junge. Profi-Rallye-Fahrer geworden. Boah, hier, Pfütze. Bro, Alter. Eine Sache muss ich noch ganz kurz machen. Nur ganz kurz. Nur ein bisschen. Komm schon. Und dann bin ich schon weg. Dann beenden wir das Video hier an der Stelle. Ich will euch doch nur zeigen, was euch die Tage erwartet. Alter, Junge, wie durch fucking Butter geht das? Alter, guckt euch das mal an. Heilige Scheiße, was ist das? Genug. Auf meinem Kanal! Jetzt kitzelt es mich hier wieder im After, Junge. Komm, einmal machen wir es. Ich habe gestern gesagt, dass wir das heute nicht machen werden, aber einmal muss ich das machen, Alter. Oh Gott, Alter, Junge, dieser Hammer ist einfach schwerer als das ganze Auto. Oh, Bro, ich weiß gar nicht, wie ich das nehmen soll. Oh, Junge. Oh. Krank, Alter, ich glaube, aus dem Test wird nichts. Oh, Alter, Bruder, was eine Durchschlagskraft. Ich schaue nicht mal mit 10% da drauf. Kurz mal hier einmal ausholen und dann machen wir mit dem Test weiter. Alles gechillt, Leute. Alles gechillt. Kurz mal ausholen. Boah. Du Scheiße. Das macht so Spaß, Alter. Das macht so... Boah. Oh, shit. Alter, ich muss aufhören damit. Ich muss den Test weitermachen. Heute ist der dreckige Test dran. Chill, Chabo. Junge, der Hammer. Junge, was ist ein süßer Hammer. Der ist ja nix, Junge. Mit dem kannst du ja gar nichts anrichten. Da kannst du ja nicht mal einen Kratzer reinmachen, Junge. Chill. Ey, warte mal kurz, bevor ich den Test weitermache, einmal noch. Hier liegen so viele Steine, komm, ich habe eine Steinschleuder. Und die Steinschleuder ist so extrem, diese Steinschleuder ist so hart. Boah, Alter, das ist nicht normal. Junge, Fenster, komm, Fenster. Einmal Fenster treffen, da wird doch nichts passieren, Digga. Das ist doch nicht so stark, oder?
Ich muss mein ADHS wieder ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Also das geht nicht, Jungs. Also wir müssen die Scheiben ganz lassen, sonst kann ich hier mit dem Fahrzeug nicht mehr auf die öffentliche Straße. Und deswegen, ich chill jetzt, Alter. Ich chill jetzt, ich mache jetzt einfach den Test weiter. Motorraum habe ich euch gezeigt, Kofferraum habe ich euch gezeigt. Ja, was gibt's jetzt noch? Das ist... Highlight habe ich euch ja gestern schon gezeigt, das ist dieses Schiebedach. Oh, noch ein Highlight, was mir gestern aufgefallen ist. Der Motor geht extrem schnell an. Das habe ich noch nie gesehen, bei keinem Fahrzeug, nicht mal bei meinem neuen Golf, Alter, ist es so. Pass mal auf. An, Digga. An. Wie ein Kätzchen, Digga. Wie ein dreckiges, kleines Kätzchen geht dieser Motor an und schnurrt danach auch. Nein! Bam, an. Bam, an. Aber ich mach mal hier auf. Das ist das Geilste hier. Guck mal hier, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Irgendein Kack-After-Vogel hat hier drauf geschissen. Alles richtig gemacht an der Stelle. Alles richtig gemacht. Spritzdüsenanlage, mal gucken, ob die funktioniert. Ah, oh, ich glaube, ich habe ich hab einen Glassplitter im Auge. Spritzt es hier hoch? Ja! Ja! Spritzt hier hoch, Zurbala! Stinkt das, Junge? Pfui! Halt die Fresse jetzt! Halt die Schnauze! Beruhig dich! Beruhig dich, du Wasserspritzanlage! Beruhig dich! Ah, hier seht, ich kann mich nicht so unter Kontrolle halten, wie ich das gerne tun würde. Chill, chill, Bruder. Chill. Wir müssen chillen. Was ich euch zeigen wollte, dieser schmackhafte rote Knopf. Junge, ihr werdet... Ihr werdet es mir nicht glauben, dieser Knopf ist einfach Schleudersitz. Für den Beifahrer. Wer Bock hat mitzufahren, der kann das gerne machen. Aber die Gefahr besteht, dass ich euch hier einmal wegklatsche und dann den Schleudersitz betätige. Boah, da ist grün. Da ist grün, da ist grün. Jetzt geht's hier ab auf die Autobahn. Oh nein, oh nein, oh nein. Unfall, Unfall! Ah! Du kleiner. Achso, da lang muss ich. Ah, Bro, ich dachte, der fährt. Wir gehen auf die Autobahn jetzt. Digga, ist das hier laut. Jetzt wird's laut, ich muss wieder zumachen. Digga, was ein Flex. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, Community. Guck mal, Chabonenten. Guck mal, Chabos, Chayas. Abum, abububum, abum. Wow, sogar mit Sicherheitsmechanismus. Krass. Ford Muffin Kack-After Sicherheitsdienst. Ah, geil. Jetzt ist das Fenster offen. Jetzt ist das Fenster einfach offen. Ah, ich hab mich geschnitten. Okay, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir werden jetzt die Höchstgeschwindigkeit von diesem Ford Muffin Kack-After austesten, wenn da vorne unbegrenzt ist. Oh! Diese Uhr erinnert mich so ein bisschen an die Benz-Uhr. An die Mercedes-Benz-Uhr, die ist genauso schmackhaft. Nur, dass diese hier ein Ticken, aber nur ein ganz kleines Ticken-Micken, luxuriöser ist. Okay, da vorne ist gleich unbegrenzt. Der Benz-Fahrer will es hier wissen. Aha, du Lauch, du Lauch, du hast doch keine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast. Ford Muffin Kack-After wird jetzt gleich Gas geben. Du hast keine Chance, Mann. Digga, wie laut ist das hier, bitteschön? Kann man das jetzt aufmachen hier bei 2000 km/h? Oh. Ja, ja, ja. Wow. Ah, ja, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Cabriolet, ist das nicht schön? Ah, Digga, zu laut. Kennt ihr das, wenn das Fenster offen ist und ihr mehr als 100 km/h fahrt, dann macht es die ganze Zeit im Ohr drinne. Junge, beweg dich doch mal nach rechts. Komm, du dreckiger Transporter. Wir wissen doch alle, dass es in Deutschland einfach ein dreckiges Rechtsfahrgebot gibt. Wieso fährst du nicht rechts? Ali, wieso fährst du nicht? Wir müssen hier raus. Oh, wow, wow, Kurvenlage, 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 Kurvenlage. Digga, fährt er sich dreckig in der Kurvenlage. Alter, oh, ich hab das Gefühl, das Ding fällt auseinander. Wow, grün, grün, grün. Wow, wir versuchen jetzt. Wisst ihr, was wir gleich versuchen? Oh, Moment. Erstmal hier über grün fahren. Wir versuchen folgendes. Die ganze Zeit im sechsten Gang anfahren. Problem nur, dieser Kack-After hat gar keinen sechsten Gang. Dieser dreckige Kack-After hat...
gar keinen sechsten Gang. Dieser dreckige Gaskammer. Er hat einfach keinen sechsten Gang. Boah. Die Leute gucken mich an, als ob ich verrückt wäre. Bin ich aber nicht. Ich habe nur ADHS. Und das ist normal. Ah. 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 Na. Ich habe gar keine Kraft. Das befriedigt meine Seele. Endlich, Junge, endlich! Endlich kann ich wieder ausrasten, Junge! Ich möchte. Kreisel, Kreiseltest. Bababui, ababuti baji, halabubuchi, bula, buba, chu, chu, amachuchula. 3, 2, 1. Kurvenlage! 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 Wow! 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 Ui, gefällt mir. Unstabiler als ich gedacht habe. Au, arriu, achikalabu, weg da. Okay, wir fahren jetzt hier raus. 0 auf 100. 0 auf 100 auf meinen Nacken. Boah. Boah. Oh. 3, 2, 1. 50? Oh. 70? Hä? Der zieht ja mehr als der Grand Coupé, das letzte Mal. 100, alala, oui, oui. Kurz mal wieder aufs Auto springen, was meint ihr? Bro. Im DHL-Auto sitzt einfach irgendein Drecksmensch, Junge! Und guckt mir dabei zu, wie ich wie ein Drecksaffenhafter hier auf dem Auto rumspringe. Nice! Hallo Kommissar! Hallo Kommissar! Die ist alleine im Auto, die wird mich auf gar keinen Fall anhalten, weil sie einfach alleine ist. Beim nächsten Mal sehen wir uns und haut rein. Mit anderen Worten, ich konnte es einfach nicht abwarten, Junge. Ich konnte es nicht mehr abwarten. Yo. Yeah. Oh, danke, Bro. Ciao. Ehrenmann. Bro, Alter, der Hammer wieder. Alter! Das ist krank. Alter, wow, hier ist der stabil. Motorhaube ist stabil, aber der Bereich hier sehr, sehr fluffig, Alter. Wie ein fluffiger Muffin. Brille, nicht vergessen. Bam. Zack. Machen wir den Scheiß mal hier nach hinten. Okay. Bin ich mal gespannt jetzt, was die Flexiflex hat zu bieten hat. Ah! Oh, scheiße, Licht ist an. Fuck, Alter, Zündung. Nicht Zündung anmachen, Alter. Boah. Bro, wie durch fucking Butter geht das durch. Bro, ich muss echt aufpassen. Ah! Heftig. Ich will das Ding hier abschneiden. Geil. Ey, kann ich die Tür zumachen? Ja, locker, oder? Funktioniert. Ruderherz. Nein. Alter, was ein Kratzer. Wollen wir die Axt nochmal werfen? Einmal ganz gemütlich. So wie ich mich kenne, wenn ich die jetzt werfe, geht das zweite Fenster kaputt. Ich werfe ein bisschen weiter nach unten, oder? Mal gucken, was passiert. Ist zum Glück nichts passiert. Aber das mit der Flex, Alter, sitzt noch tief. Das hätte böse enden können. Aber den Sitz hat sie gut geschnitten, gemitten, fettitten, geritten, gefitten, kumutten.
Oh, da. Viel, viel stabiler als beim Polo. Sehr krasses Material. Bruder, genauso dick wie beim Airbag vom Polo. Oh, was ist denn los mit den Amerikanern hier mit den Muffins? Junge, da brauchen wir... Boah, da muss ich morgen die Säge holen. Yo, ansonsten... Das war's. Da sind wir wieder zurück zu einer neuen Episode After Dreck. Kennt ihr diesen Move bei GTA, wo man einfach über die Haube slidet? Oh, geil. Wollte schon immer mal machen. Geil. Am Start, kann man denn hier irgendwas rausleisten? Oh. Bitte geh wieder an. Dankeschön. Kann man denn irgendwas rausreißen? Das Dach? Sollen wir das Dach rausreißen? Das schöne Dach! Ich muss hier raus. Boah. Erster Gang. Raus. Was haltet ihr davon, dass wir jetzt den großen Hammer rausholen? Ich sag euch, was ich davon halte. Ich finde diesen Vorschlag Hammer wie in einer Werkzeugvorratskammer. Oh, ja. Ach du Scheiße. Junge, Junge, jetzt komplette Eskalation. Alter. Jetzt hole ich aus, Digga. Jetzt hole ich aber aus. Du Scheiße. Ja, sieht aus wie neu. Boah, was haben wir denn hier? Boom. Boah, Junge. Wartet mal. Wir machen mit Anlauf. Kennt ihr das? Wenn das SEK die Tür stürmt. Ui. Wow, Baumstamm hat kurz Breakdance gemacht. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Einmal hier rein. Wow, Alter, fast meinen Kopf gefickt. Jetzt müsste es gehen. Ja, ey, what the fuck? Alter, das sollte nur ein Joke werden. Ja? Hä? Steinschleuder. Keine gute Idee, aber egal. Auch keine gute Idee ist eine gute Idee. Wow, what the fuck? Irgendetwas ist hier schiefgelaufen. Moment, kurze Reparatur. Nicht die Scheibe treffen. Oh, das war knapp. Kein Bock. Kein Bock, mich mit der Scheiße jetzt hier auseinanderzusetzen. Wow, ah, der Airbag. Ist das der Airbag? Ja, das ist der Airbag. Warte mal, ich muss mal hier. Ich reiß das mal kurz ab. Oh, sehr, sehr stabil. Säge. Für was habe ich die Säge? Brille? Erstmal Brille anziehen. Alles gut. Beruhigt euch wieder. Ihr müsst gar nicht ausrasten. Beruhigt euch einfach. Alles gut. Brille anziehen. Und ich werde jetzt diesen Teil hier wegsägen. Ach du Scheiße. Junge, das geht ja überhaupt nicht. Bro. Hey, wieso ist das hier so schleimig? Keine Chance. Für was habe ich diese Drecksäge gekauft? Ey, warte mal. Denkt ihr, ich könnte das alles hier absägen?
Du Scheiße! Bruder, das geht wie durch Butter. Boah, krank. Krank. Scheiß drauf, ich mach das mal zu. Und warte mal, nächste Mission, hier komplett alles absägen. Geil. Ist hier noch was drin? Nee. Nee, what the fuck, wieso geht das hier nicht durch? Ja! Oh, nice. Oh mein Gott. Ah, ah, oh, geil. Geil, geil. Ja, Sabri. Sabra. Sabru, Sabri. Oh, nice. Oh. Ey. Muss man ehrlicherweise zugeben? Das sieht so besser aus. Was verbirgt sich da hinten? Komm schon, zeig dich. Oh, da hab ich das abbekommen. Ich will das hier abbekommen. Wow. Wow, ich hab's geschafft. Oh, Digga, geil. Krass. Wow, i. Pfui, Alter. Was ist das denn, Alter? What the fuck? What the fuck? Dieses Auto besteht nur aus Plastik. Aber yo, das war's hier. Oh fuck. Heute gehen wir endlich in die Wasserstraße! Okay, das reicht. Ah, da vorne ist eine Tankstelle. Leider kann man hier nicht wenden. Ich muss jetzt komplett... Ja, die Leute feiern es, Alter! Die feiern mein Meisterwerk! So, da vorne ist die Shell. Da müssen wir hin. Leider kann man hier nicht wenden. Wieso auch immer! Der Scheiße! Oh, 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 oh. Stabiler als das Poloch auf jeden Fall hier. Krass, das ist eine Axt, das ist eine scheiß Axt, Junge. Tja, 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 tja. Die Diladas. Die Diladas, wie die gucken. Ja, wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Ah, es geht los. Es geht los. Ey, es muss. Ja? Oh, oh, shit. Oh, fuck. Alter, wow, wie das hier reinspritzt. Was soll das? Ey! Boah, wie viel Seife! Ey, wo soll ich das echt aufmachen? Na, gar keinen Bock. Naja. Ey, wieso geht's nicht auf? Oh, shit! Ey, das geht nicht auf, Jungs! Oh, scheiße, wieso geht's nicht auf? Es geht doch ab! Oh, shit! Bro, bitte! Ey, das Auto geht gar nicht an. Das Auto! Ey, das Auto! Ah, jetzt! Jetzt ist es an. Geh auf, geh auf! Du dreckige! Geh auf! Ah, das ist viel zu stabil, verdammt! Ich will! Ah, ich will das aufbekommen! Ich will das. Oh nein, das ist viel zu stabil! Scheiße! Das war doch das Highlight, Junge! Deswegen habe ich doch dieses Fahrzeug gekauft! Nur wegen dem Scheiß hier, Junge! Ey, Bruder, wieso? Dumm, dumm! Richtig dumm! Ich hab's kaputt gemacht mit dem Scheißhammer! Oh! Ja! Oh!
Bruder, ich will das hier aufbekommen. Ich will die Scheiße hier aufbekommen. Alter, fuck. Oh. Ja! Oh mein Gott, sie kommen zurück. Kommt her, meine geilen, dreckigen Bürsten. Kommt her, Papa. Wow, mach keinen Stress. Mach keinen Stress, es war doch nur Spaß. Es war doch nur Spaß, du Kackbürste. Es war doch nur Spaß. Aber nur, mein Ohr. Was willst du, du Drecksbürste? Bro, ja. Alter. Oh nein, Alter, kalt. Boah. Scheiße, ist das kalt! Wow, die Uhr. Haut rein. Und heute werden wir erstmal zu allererst diesen Drecksmüll hier beseitigen. Und danach, wenn wir das gemacht haben, dann werden wir versuchen, das ganze Armaturenbrett hier rauszureißen. Okay. Langsam. Dieses Fahrzeug auszumachen, wenn ich das ausmache, hoffentlich geht's wieder an. Ich habe es jetzt ausgemacht und wieder eins. Wieder eins, Digga. Eins. Boah. Ah, geh ab! Ich will das Teil hier abmachen. Ich schaff das. Hier ganz gemütlich. Ah, bam, bam. Bam, 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 bam. Oh, ich muss auf die Scheibe aufpassen. Oh, das ist fast ab. Komm schon, das ist fast ab. Es ist fast ab. Ja! Ich versuche jetzt ab hier anzufangen und dann alles rauszureißen, okay? Ja, gute Idee. So. Schutzbrille. Dürfen wir hier nicht vergessen, wo ist die? Warte mal kurz, mein Gehirn, Digga. Ich muss mein Gehirn anstrengen. Bro, mein Gehirn. Scheiße, Alter. Ich glaube, ich habe die... Nein. Scheiße. Warte mal, diese scheiß Schutzbrille, Alter. Ich glaube, ich habe diese Schutzbrille verloren. Naja, egal. Da müssen wir halt ohne Schutzbrille arbeiten. Fuck, Alter. Das kann doch nicht sein. Da muss ich eine Schutzbrille. Naja, ist halt so. Scheiß drauf. Und dann, dann fangen wir mal an. Ich fange mal hier an. So. Hier geht's schon ab. Warte mal, wir machen den Teil mal ab. Jawohl, ich habe einfach Verstärkung bekommen. Ja! Der hat einfach den Motor gefickt. Du hast den Motor gefickt. Ich glaube, dass wir den Motor gebumst haben. Digga, aber wieso die Tür nicht aufgeht, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir echt ein Rätsel. Also einfach so, Bro. Das ist Zentralverriegelung, aber ich habe doch nichts gemacht. Ich habe doch nichts an der Tür gemacht. Digga, was ich gemacht? Vierter, fünfter Part, Auto kaputt. ADAC-Mitgliedschaft, so.
Warte mal, erstmal Kontakt anrufen zum Abholen. Ich muss abgeholt werden. Hallo. Hallo. Und zwar, das Auto ist komplett kaputt. Du müsstest mich bei der Eisporthalle abholen. Oh shit, Alter. Eine Stunde dauert es, bis der ADAC hier ist. Ah komm, einmal noch. Einmal hauen wir noch drauf, Junge. Aber mit Schmackes hier. Einmal mit Schmackes. Ich will auch die Scheiben jetzt nicht kaputt machen. Ist ja scheiße, wisst ihr, was ich meine? Wegen dem Boden hier. Ich muss es auch später sauber machen. Deswegen, die Scheiben will ich jetzt nicht sauber kaputt machen. Aber hier könnten wir doch mal kurz hier so. Einmal. Oh. Scheiße, Digga. Dreck. Dreckiger Dreck, Dreck. Ach, verdammte Scheiße, Alter. So, das sieht so aus, als ob ich das Auto klauen würde. Irgendein GTA. Gleich kommt die Polizei. Soll sie doch kommen? Kuru, 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 kuru. Servus. Ah, Bohrmaschine. 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 Schön raus mit dir. Das war's, Junge. So, dann der Axt, 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 Axt. Und Steinschleuder auch noch hier drin. Axt, Steinschleuder. Ja. Abschleppdienst ist da. Ja, hier bin ich, Bro. Mal sehen, was er jetzt sagt. Ich bin echt gespannt, was der Bro jetzt zu dem Fahrzeug sagt. Da ist der Lamborghini. Ja, sehe ich schon. Willst du auch mal draufhauen? Hast du auch Lust, einmal drauf zu klatschen? Aber schönes Auto, oder? War, wenn du willst, ich verkaufe dir 1500 Euro. Vorbei. Rest in peace, Kackafter. Hä? Ja, das ist vorbei. Was macht ihr denn? Mensch, kommt zu schnell. Stellt er sein Auto auf? Macht er sein Auto kaputt? Irgendwo. Alle oder was? Aber schönes Auto, oder? Habe ich gut getunt. Ja, danke, dass du gekommen bist. Und es war sehr schnell, wirklich. Die haben am Telefon gesagt, du brauchst 2 Stunden. Du warst in 15 Minuten da. Ging echt sehr schnell. Kann man dieses Auto mit dieses Schlagen. Willst du? Ah, das kommt als nächstes. Das ist als nächstes geplant. Nee, machen wir. Doch, irgendwann machen wir. Wow. Alles klar. Alles ich wünsche dir was. Mach's gut. Ciao. Da geht er fort. Er geht fort. Der Ford Muffin Kackafter geht fort. Wir sehen uns nie wieder. Bro, rest in peace. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you. Right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long you, my friend, and I'll tell you.